8,7 Millionen Euro erhält ein Lebensmitteldiscounter aus verschiedenen Bundeshaushalten von Ministerien, unter anderem vom Ministerium, ja, man höre und staune, des Robert Habecks. Ja, der Märchenonkel im Wirtschaftsministeramt. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn ein solcher Lebensmitteldiscounter unfair gestützt von diesen rot-grün-gelben Schergen dann mal eine Propagandakampagne fährt gegen, ja, die Blauen. Das ist verwerflich, nicht nur in politischer Hinsicht, denn hier wird in einen Wahlkampf eingegriffen, oder sie wollten es zumindest. Da haben sie sich selbst in alle beide Knie geschossen, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass so ein Konzern wie Edeka dann auch nicht wieder aufsteht. Denn lieber verhungere ich, als ihr Kram dann zu fressen, inklusive der Blaubeeren, die sie dann nicht mehr verkaufen. Aber es ist natürlich auch verwerflich, weil hier gerade ein Bundeswirtschaftsminister einen Konzern unfair unterstützt gegen andere Discounter. Schon dafür müsste er mal wieder abtreten, aber davon kann man nur träumen.